Wir sind heute zu Besuch bei der Braumanufaktur Steckenpferd hier in Kassel. Und wenn ihr glaubt, dass die nur Bier können, da habt ihr euch geirrt. Servus, grüßt euch, hi. Gute. Na, hi. Haben wir euch gefunden. Jawohl. Und fleißig schon wieder am Trinken sehe ich. Eigentlich arbeiten wir und du auch, aber du siehst trotzdem aus, als hättest du Lust auf so ein Kellerkind von uns, oder? Kellerkind. Ja, dann mach mal auf. Jo, sollst du haben. Probier mal. Ist eigentlich ein süddeutsches Bier. Ja. Bei uns mit einem modernen Touch gemacht. Eine runde Sache, schmeckt echt gut. Probier's bitte. Okay, dann mal Prost. Ne? Alleine trinken wir es ja nicht. Salut. Boah, das ist wirklich super lecker. Deswegen bin ich eigentlich nicht da. Ich bin ja eigentlich wegen eurem Bierlikör da. Klar, natürlich. Der Bierlikör wird gemacht einmal aus 50% von unserem Pale Ale, aus 50% fassgelagertem Edelkornbrand, der 3 bis 5 Jahre im Eichenfass liegt, einer geheimen Gewürzmischung und Zucker. Das ist quasi, es wird nicht gebrannt, es ist ein Mazerat. Wird dann nochmal 3 bis 4 Monate in einem Metallfass gelagert, bevor wir ihn leicht filtrieren und in die Flaschen abfüllen. Jede Flasche hat Chargennummer und ist von Hand nummeriert. Super leckeres Produkt. Das ist quasi der Bierlikör. Perfekt. Also sieht nach richtig Herzblut und Handarbeit aus. Ja. Und ich habe gerade, ist ja schon auf, ich darf riechen. Ja, natürlich. Oh, das ist also, freue ich mich drauf, die Bestellung jetzt mitzunehmen. Ja, sehr gerne. Wir gehen sie mal holen. Ja. Tipptopp, danke.